Ich bin gesund. Was haben wir denn heute? Was steht denn heute auf dem Plan? Wir haben heute ein ganz bestimmtes Video, und zwar das Video von Younes zu dem Amiri, aka Mariam. Amiri. Und zwar, ihr wisst es ja selber, da muss ich euch das nicht erzählen. Die einen oder anderen haben einen Partner, sind auch vielleicht schon fast in der Ehe oder in der Ehe drin. Da kann es manchmal echt schief laufen. Manchmal läuft es vielleicht nicht so gut, wie man sich das vorstellt. Und Younes erzählt so ein bisschen, wie unsere Ehe fast kaputt gegangen ist. Mariam an der Stelle sieht sehr traurig aus. Mariam geht's nicht gut. Läuft alles, ja. Ach, Kopfhörer brauche ich. Ohne Kopfhörer geht das nicht, Mann. Nee, ich Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Hello. Manchmal habe ich sogar Bock, einfach das Bild so zu lassen und so drauf zu reagieren. Ich glaube, das machen wir sogar heute mal. Schatz, mach mal die Tür zu, bitte, weil wegen diesem Echo. So, meine lieben Freunde, auf jeden Fall folgendes. Ich habe mir heute was ganz Besonderes überlegt. Ich denke, es ist jetzt auch soweit, dass wir darüber reden können, ne? Ja. An sich auch ein mega schöner Moment, so ein Schicksalsschlag einfach gewesen, wenn ich das so sagen kann. Aber einfach, die Ehe ist fast kaputt gegangen, aber es war irgendwie ein Schicksalsschlag, der richtig gut war und schön war. Feier ich. Beachtet mein Aussehen nicht, ich bin voll kaputt heute. Das sind auch die Besten. Ey, bitte beachtet mein Aussehen nicht, aber achtet mal jetzt bitte darauf. Guck mal bitte, wie mein Nidschatten aussieht. Ich habe hier nichts drauf, aber achtet bitte nicht drauf, ja? Ist doch der normalste Menschverstand, dass wir dann drauf achten. Habt ihr gesagt, lass mich dich schminken, Schatz, dann würdest du auf jeden Fall erzählen. Ey, ich trinke jetzt was, aber achtet nicht auf dieses Getränk, ja? Besser aussehen. Nein, Spaß beiseite, Freunde. Auf jeden Fall folgendes. Ich habe eben spontan mit Mariam geredet. Ich meinte, hey. Ich glaube, die verfolgen den Kanal spontan so. Eine Real-Life-Story erzählt, ne? Und hat sie mir gesagt, ey, Younes. Wir wollten doch dieses eine Video drehen. Freunde, bevor ihr euch wundert. Edgy. Auf jeden Fall folgendes. Wir haben uns also überlegt, wie kam das Ganze hier zustande? Weil viele waren ja schockiert, erschrocken, sagen, hä, in einer Wohnung so schnell, wie ist das passiert? Ihr wart hier getrennt und so und dies und das und alles drum und dran. So, Freunde, ich erzähle euch jetzt mal die Story. Über die Vergangenheit brauchen wir ja gar nicht reden. Das ist auch gar nicht wichtig. Vergangenes bleibt Vergangenes. Wir wollen in die Zukunft schauen und das ist auch genau richtig so. Es war dann ja so, es war ja der ganze Streit und es war halt schon so gut wie auseinander. Für sie und auch für mich. Und sie ist dann für circa 2 Wochen nach Frankreich gegangen, zu ihrer großen Schwester. Ja, genau, eine Woche. Eine oder 2 Wochen. So, ich lag dann alleine in meinem Zimmer, war am Beten. So, ich erzähle euch wirklich komplette Real-Life-Story, wie es wirklich war. Ohne zu lügen, ich war am Beten. So, ich bin zu der Zeit... Ich will das extra noch erwähnen. Ja, ich war beten, habe so ein Kind draußen nochmal... ich habe das von so einem Gerüst gerettet. Da war dann noch eine ältere Frau, ihr ist die Tüte runtergefallen. Die hatte so 50 Flaschen. Die habe ich ja auch, ich glaube, 15 Kilometer nach Hause getragen. Und ja, aber wie gesagt, jeder hat irgendwie seine Ecken und Kanten. Ne? Gläubig geworden, ich denke mal, viele von euch kennen das. Ist eigentlich nicht richtig in Momenten, wo man nicht klarkommt, zu beten, sondern man sollte immer beten. Aber das ist gerade ein anderes Thema, Thema Religion. Das möchte ich auch gar nicht hier mit reinnehmen. Es war dann halt so, ich habe angefangen zu beten und ich war verzweifelt. Ich habe gesagt, bitte hilf mir. Ist sie die richtige Frau für mich an der Seite oder nicht? Was soll ich machen? Und warte, jetzt muss ich meine Perspektive erzählen. Ja. Und ich war in Frankreich und ich war so, sorry, ich kann das nicht, ich werde das auch nicht machen. Zwischen uns beiden ist wirklich komplett aus und ich habe mich auch so eingestellt und für mich war das auch zu diesem Zeitpunkt das Richtige. Und ja, und dann war ich halt voll dagegen, so, ich wollte ihn auch erstmal gar nicht mehr sehen. Ich wollte keinen Kontakt ziehen, ich habe ihn auch überall blockiert, also wirklich überall. Genau, also er hatte auch gar keinen Weg, irgendwie mich zu kontaktieren und das wollte ich auch mit dem mäßig erreichen. Und dann das Ding ist, wenn man jetzt so guckt, ne, ich schwöre, finde ich sympathisch. Man kann nicht sagen, die sind zusammen, süß. So denkt man sich das, wenn man sich das Video anguckt. Vor allem Younes, der strahlt die ganze Zeit. Das wirkt sympathisch so, ne? Wenn man aber dann die TikToks sieht von Mariam, wie die, also TikToks, die im Livestream entstanden sind, wo die zum Beispiel sich schämt, dass die Mutter irgendwie laut lacht oder keine Ahnung was, denke ich mir dann immer so, okay, warum? Weil ich meine, das macht alles wieder kaputt. So schaust du es an, denkst du süß. Guckst du die TikToks an, denkst dir warum? Ich werde zurück nach Deutschland. Genau, Younes hat natürlich nicht aufgegeben. Ich habe gesagt, okay, ich glaube, es ist jetzt das Richtige, wenn sie jetzt erstmal so Zeit für sich hat mit ihrer Familie und sie soll jetzt erstmal also, wieder einen klaren Kopf kriegen. Bin mit meiner Schwester, wir sind mit dem Auto dann alle zusammen nochmal zurück. Also ich bin nach Frankreich mit dem Zug und dann mit dem Auto mit meiner Familie, also meiner Schwester in Frankreich, Schwager, Nichte, Neffe, alle zurück nach Deutschland und dann waren wir halt bei uns, also bei mir. Und ihr müsst euch vorstellen, Younes hat eine richtig gute Verbindung zu meinem Schwager in Frankreich. Wollte ich gerade sagen, kurzer Trigger am Rande. Also ich wusste trotzdem, also ich habe Mariam zwar in Ruhe gelassen, ich habe sie nicht erreicht, aber ich wusste 24/7, was sie macht, wie es ihr geht, ob alles gut bei ihr ist, weil ich halt dem Schwager von Mariam und mit ihrer Schwester mich eigentlich super gut verstehe. Jetzt kommt der Punkt, mein Schwager ist so ein Mensch, er ist halt wirklich extrem religiös und er ist halt so, er sagt, ich werde nicht dafür da sein, um ein Ehepaar auseinanderzubringen. Also hat er alles, was er in der Macht hat, hat er halt versucht, dass alles wieder gut wird. Genau, weil der ist halt immer so dieses, weil im Islam ist halt haram, wenn man zwei, die in einer Ehe sind, versucht zu trennen. Ich glaube, das ist allgemein nicht menschlich. Ob Religion oder nicht, ich glaube, das ist allgemein nicht wirklich gut, wenn du in wenn du ein Pärchen siehst und dem Pärchen nichts Gutes wünschst oder versuchst das Pärchen oder versuchst dieses Pärchen getrennt. Junge! Mann! German language! Pärchen. Die lieben sich. Und du
versuchst, sie zu trennen oder versuchst, dass die Beziehung kaputt geht. Nicht gut. Nix gut. Das ist, glaube ich, für jeden verständlich, Digga. Mein Gott. So, ja, jetzt genau, Freunde, dann war das dann so. Wirklich, ich muss das jetzt hier einmal sagen, Wallah. Also wirklich, subhanallah, zu dem Zeitpunkt, es war so, wir haben ein Jahr lang eine Wohnung gesucht, Freunde. Ein Jahr lang, wir haben nie also eine gefunden. Also davor halt schon. Zusammen waren. Ein Jahr haben wir eine Wohnung gesucht, wir haben sie nicht gefunden. Es war alles überteuert, es war alles zu teuer. Es stand wirklich nichts in meiner Macht, dass ich Mariam sagen konnte, hey, wir können da jetzt rein. So, ja, ich habe immer eine Absage bekommen, Absage. Die haben immer meistens, wie soll ich das sagen, Vermieter. Ich habe nämlich mit einem gesprochen, die haben... Wohnung ist aber echt schwer, ne, manchmal zu finden, weil das Ding ist, es geht ja nicht nur darum, dass du eine passende Wohnung findest, sondern diese Nachbarschaft ist auch so wichtig, Digga. Ich habe das nie verstanden, wenn man mir das gesagt hat, so, ne. Ich dachte immer so, Digga, Nachbarschaft ist so egal, du lebst ja nicht mit denen unter einer Decke, so. Aber es ist dennoch schon sehr wichtig, zum Beispiel bei mir, war so, dass meine Nachbarn zum Beispiel feiere ich unnormal, also die Nachbarn, die schon seit Jahren da sind. Bro, ich habe mich manchmal so laut gestritten mit meiner Schwester, Digga. Also wirklich, wenn ich sage laut, dann war das wirklich sehr laut, ne? Und auch im Treppenhaus, keine Ahnung was, Digga, das war wirklich wie so eine Art Show, die ich den Leuten geboten habe, Digga, weil die haben alles mitgekriegt, ne? Und es ist noch kein Nachbar gekommen und hat die Polizei gerufen, Digga. Deswegen, wenn irgendein Nachbar zuguckt gerade, Digga, ich danke dir. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das heißt, dann meistens so, dann streiten die sich, dann trennen die sich und dann wollen die nach einem halben Jahr wieder ausziehen. So, deswegen bevorzugen die eher Familien, wo die wissen, okay, da werden wir keine Probleme haben. Ja, dann war das so, Mariam war in Frankreich. Ich hatte so 2-3 Wohnungen. Ich habe gesagt, ich gehe die besichtigen, ich werde kämpfen und Gott, ich weiß nicht, er hat mir nicht dieses Gefühl gegeben, mach das nicht. War von alleine einfach, es war wirklich von alleine. Erste Wohnung hingegangen, Absage. Richtig Kopf unten. Ich habe gesagt, scheiß drauf. Ich habe sie verloren. Ist vorbei. Zweite Wohnung hat mich noch weiter runtergezogen. Ich habe gesagt, scheiß drauf, vorbei. Da habe ich den Termin für die dritte Wohnung bekommen. Was passiert? Ich stehe morgens auf. Ich hatte um 8 Uhr den Besichtigungstermin. Es war 7 Uhr. Ich schlafe wieder ein. Ich stehe auf. Noch halbe Stunde. Ich gucke auf mein Handy. Ich sage, scheiß drauf. Ich krieg doch eh wieder eine Absage. Voila, Freunde. Ohne euch anzulügen, von alleine. Mein Kopf hat gesagt, nein, du musst da jetzt hingehen. Gesagt, nein, wie, warum? Ich habe gesagt, scheiß drauf, ich gehe einfach hin. Ich gehe hin, ich verstehe mich richtig gut mit dem, so. Der hat mir noch keine Absage gegeben. Der hat mir dann gesagt, ja, zeig mir mal dein Einkommen, so. Ich dachte, wird eh wieder eine Absage. Da hat er mich gefragt, mit wem ziehst du ein? Ich sage, ja, nur mit meiner Freundin zusammen. So, wir sind selbstständig, wir sind Influencer. Hat er gesagt, ja, okay, ich überprüfe mal die ganzen Unterlagen und dann gebe ich dir das okay. Und das war dann für mich so, ich bin hier weggegangen. Das ist ja jetzt diese aktuelle Wohnung, von der ich hier rede, ich bin hier weggegangen. Ich habe gesagt, nein. Unser Traum, wofür wir ein Jahr gekämpft haben. Das ist das Wichtigste, übersprungen. Aber warte mal, bei den anderen hat er halt dann direkt eine Absage bekommen. Das ist Cake, das verstehe ich nicht. Weil stell dir mal vor, du hast einen Besicherungstermin und kriegst, ohne deine Sache einzureichen, schon eine Absage. Dann hat das wohl irgendwas mit der Optik und sowas zu tun, Digga. Und das verstehe ich nicht. Er war ja mit meinem Schwager richtig gut im Kontakt. Mein Schwager musste aus... Ich weiß. Das war alles noch vorher. Stimmt, habe ich vergessen, Freunde. Ich muss das jetzt erzählen. So, dann, weil ich hab jetzt angefangen zu reden. So, dann ist das so passiert. Mein Schwager ist nach Polen gefahren, weil der hat eine Firma, also eine Küchenfirma. Und ist halt in dieser Branche fähig. Und dann ist er halt... wir waren ja in Deutschland. Dann ist der halt mit dem Auto nach Polen gefahren. Und Polen lag halt auf der Strecke von Yunus. Und beide waren dann im Kontakt. Und dann meinte der ja, ich wusste nichts davon, ich war zu diesem Zeitpunkt meine Schwester bei Meckes. Stimmt. Und mein Schwager ist halt am Abend nochmal zurückgekommen und hat mich dann eingesammelt. Genau, er hat... So als Überraschung mäßig. Es war mäßig auf dem Weg, weil Polen und da, wo er halt wohnt, ist alles auf einer Strecke gewesen. So, und dann war das so, ist er halt mitgekommen, also hat er ihn eingesammelt. Dann waren wir bei Meckes, ich und meine Schwester sitzen da und dann kam auf einmal mein Schwager. Oder erzähl noch detaillierter, was habt ihr gegessen? McFlurry, Cheeseburger, Fischburger, was habt ihr gegessen? Das hätte jetzt noch gefehlt. Ja, und ich war so voll, was will er jetzt hier, weil ich hatte gar keinen Bock auf ihn. Mäßig, ja, zu diesem Zeitpunkt. Genau, und dann irgendwie hat er versucht, mich zu überzeugen, hat mit mir geredet, dies und das. Ich war dann aber immer noch voll abblockiert und so. Und dann waren halt diese Filme, die auf TikTok waren, also habt ihr ja gesehen, das, was er gepostet hat, mit ich will sie wieder zurück, dies und das und das. So, und dann habe ich halt, ich bin ehrlich, wäre mein Schwager, meine Schwester nicht aus Frankreich, die zwei Personen, wären wir heute nicht zusammen. Ich war eigentlich voll fest davon überzeugt, mich 100% zu trennen, aber die haben halt wirklich viel mit mir geredet und gerade die zwei waren halt der Grund, wieso ich gesagt habe, okay, warum nicht? Wir probieren es nochmal. Genau. Let's try it again. Ich habe halt wegen denen eher die Chance zugelassen, weil... Genau, aber ich will auch noch, dass die Leute verstehen, nicht, dass ihr denkt, ihr habt ja diese TikTok-Filme gesehen, das war erst vorhin, ich habe vorher, das war ja ein Gekämpfe, ich habe mich um alles gekümmert, das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, hey, die filme ich nicht, die gehören nicht dazu. Nur damit Leute, danach habe ich mir gedacht, okay, die Leute müssen sich ja irgendwie in meine Lage versetzen können und müssen ja wissen, hey, was ist das, warum sind die jetzt wieder zusammen? Und dann habe ich gezeigt, hey, komm, ich nehme noch diese Öffentlichkeit mit, die Hilfe von dort, dass sie mich nochmal alle mit unterstützen, dass ich dich wieder zurückbekomme, was auch der Fall war und wofür ich mich auch bei jedem Einzelnen bedanke, der hinter mir stand und mir geholfen hat. Ja, da war das noch nicht so 100%. Ich weiß auch gar nicht, habe ich dir zu dem Zeitpunkt schon erzählt, dass wir die Wohnung hier bekommen?
Nein, also er hat mir erzählt, ja, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Wohnungsbesichtigungstermin, du musst da auch mal hingehen, dies und das. Und ich war ganz so, ja, ist mir egal, ich will einfach diese Beziehung nicht mehr. Da bist du einmal mitgekommen. Genau, und dann, das war aber danach. Also so danach haben wir halt, nach dem Gespräch, also das war vor dem Gespräch, also das war... Aber wie ist jetzt die Ehe fast kaputt gegangen? Vor dem Gespräch von meinem Schwager, meiner Schwester. Und dann, nach dem Gespräch von denen habe ich ja gesagt, okay, kein Problem. Dann bin ich mitgekommen, dann habe ich den Vermieter auch kennengelernt und dann ging das alles genau. relativ schnell. So hat sich das alles auf die Beine gestellt und wir sind beide überglücklich und wir sind froh, dass wir jetzt hier sitzen können und so offen darüber reden können und sagen, hey, wir haben es geschafft, würde ich sagen. Ja. Natürlich, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Geschafft können wir das Ganze ja nicht so nennen. Ich möchte hier... Hand aufs Herz, wenn man sich das so anguckt, bei Judas, Digga, wenn er anfängt, darüber zu reden, seine Augen strahlen. Bei Mariam irgendwie nicht, Digga, habe ich das Gefühl. Kennst du Leute, die jetzt Feuer ins Dings legen? Ich glaube... Ich glaube, Mariam liebt ihn nicht. War das? Nein. Also, aber bei Yunus ist wirklich dieses strahlende Lächeln, Digga. Strahlendes Funkeln in den Auge. Punkt einmal, Leuten mit was auf den Weg geben. Wenn ihr jemanden liebt. So, jetzt bin ich gespannt. Das muss ich mir anhören. Sowohl das Mädchen als auch der Mann kämpft. Lasst euch von niemandem was einreden da draußen. Wenn ihr jemanden liebt und mit dieser Person sein möchtet, lasst euch nichts von eurer besten Freundin einreden. Lasst euch nichts von Verwandten, eng, egal wen. Wenn ihr... Nein, mir sagt niemand was. Liebt und ihr mit dem Menschen seid euch beide 100% sicher und ihr wollt mit diesem... Wir sind uns sicher. ...diese Ehe oder Beziehung eingehen, dann macht das. Vertraut mir, hört immer auf euch selber. Ich vertraue dir, Abi. Euer Herz. Ja, hört immer auf euer Herz. Und ich sitze jetzt gerade hier und ich gehe davon aus, dass ich alles richtig gemacht habe. Ich bin genau zufrieden, so wie es ist. Wir sind alle zufrieden. Und deswegen, meistens ist es dann so, wenn ihr auf andere hört, trefft ihr dann vielleicht eine falsche Entscheidung. Das ist eine falsche Entscheidung. Und dann sitzt ihr da und sagt, hätte ich es mal anders gemacht. Deswegen, wenn ihr jemanden liebt, lasst euch von niemandem dort draußen was einreden. Danke dir, Digga. Danke dir für die Lebensweisheit. Und genau in diesem Moment muss ich das Video leider beenden. Ich danke dir.